Ja, es ist so, dass eigentlich nicht mehr die Angst im Vordergrund stand, sondern das hatten wir zu Beginn der Corona-Krise vor ungefähr einem Jahr. Jetzt ist die Angst ein bisschen zurückgewichen und wir haben so etwas, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, weil man darf ja nicht vergessen, wir sind ja schon die ganze Zeit im Lockdown und trotz des Lockdowns gingen erstmal die Zahlen runter und gehen jetzt wieder hoch. Und das macht die Leute im Moment fertig. Es gibt sowas wie Corona-Müdigkeit. Man sieht das bei Demonstrationen, man sieht das auch bei den Nachlassen der Wahlprozente für unsere Politiker. Das heißt also, es gibt so ein das Gefühl der Hoffnungslosigkeit heißt, dass wir haben uns brav verhalten und es hat nichts genützt. Das ist das, was wir im Moment denken. Wir haben uns zurückgehalten, wir sind zu Hause geblieben, wir sind nicht weggefahren. Und jetzt müssen wir erfahren, dass es doch wieder noch ein paar Wochen anhält. Und das Schlimme ist, keiner kann uns im Moment versprechen, was nach Mitte April sein wird, ob es dann nicht gerade so weitergeht.